Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn gerade ist die Elektra Beauty Box eingetroffen. Sieht sie nicht wunderschön aus? Und wenn du Bock drauf hast, mit mir jetzt im Juli reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Elektra Beauty Box ist eine recht neue Beauty Box und ein paar Studentinnen haben sie ins Leben gerufen und haben mich am Anfang auch gefragt, ob ich Bock drauf habe, mit im Boot zu sein und halt quasi die zu sein, die sich hier halt auch so auf YouTube vorstellt. Und da habe ich ja gesagt. Ich fand das ganz cool von der Idee her und ja, deswegen bekomme ich sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie zu zeigen, um sie zu bewerten, um mit euch einfach mal die Produkte auszutesten. Und da bedanke ich mich von Herzen bei dem lieben Elektra Beauty Box Team, denn ich finde die Boxen sehr interessant. Es sind sehr brauchbare Produkte drin. Man möchte nur Full Size verwenden und wenn ein Produkt mal nicht in der Full Size ist, dann ist es ein Goodie. Genau. Und man möchte halt brauchbare Produkte nehmen, das ist so dieser Grundgedanke dahinter, die einen aber auch vielleicht mal so ein bisschen aus der Komfortzone rauskitzeln und das mag ich. Ich finde die Verpackung von diesen Boxen, die jedes Mal unterschiedlich ist, unglaublich schön. Also das ist echt klasse. Die erscheint monatlich, kostet ab 13,45 Euro pro Box, je nachdem welche Abo-Variante man so wählt. Und in diesem Video gibt es auch mal wieder ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket für einen von euch zu gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Diesen Monat haben wir, das sind halt so wiederverwendbare Schachteln, ne? Dafür verwende ich sie auch sehr gerne, so eine Blumenschachtel, die so aus recyceltem, ja, aus recyceltem dünn Papier gedönsen ist. Hat dann hier auch noch so ein Schleifchen mit dabei. Finde ich toll. Dann haben die hier auch das Elektra-Logo drauf gedruckt. Das sieht schon sehr, sehr individuell aus. Also mag ich gerne. Und das ist halt so eine schöne Aufbewahrungsbox, ne? Genau, dann machen wir die mal auf. Huch, tada. Und da lacht uns schon direkt so ein bisschen das Heftchen an. Dieser Flyer, wo die Produkte aufgeführt sind mit den Preisen. Ich recherchiere ja immer wieder nach den Produkten und verlinke euch die unten in der Infobox. Ich habe herausgefunden, dass die Produkte nicht so einfach irgendwelche in der Drogerie zu kaufen gebende Produkte sind, sondern dass man doch ein bisschen tiefer graben muss, um sie zu finden. Das finde ich immer ganz interessant, weil solche Marken haben wir eher weniger in Beautyboxen mit dabei. Jetzt kommt hier gerade voll die Sonne rum. Ich hoffe, dass das Licht nicht allzu sehr blendet. Wir haben halt, wie gesagt, hier so ein kleines Heftchen immer mit dabei. Und wenn man die, teile dein Aussehen mit uns, abonniere die Elektra-Box und erhalte tolle Rabatte und ein persönliches Geschenk für deine August-Box. Es wird eine Sonderausgabe sein. Da bin ich ja auch mal gespannt, was dann im August drinstecken wird. Wow, eine Sonderausgabe. Und ja, wenn man die Box neu abonniert, bekommt man auch ein persönliches Geschenk mit dabei. Und hier haben wir dann auch die Produkte aufgeführt und die gehen, ja, von Mitte Monat bis Mitte Monat, 15. Juli bis 15. August haben sie hier reingeschrieben. Das heißt, in dem Zeitraum, wenn du dann die Box abonnierst, bekommst du auch diese Variante. Jo, cool. Aber da steht auch alles auf der Homepage drauf. Aber ich will jetzt die Produkte angucken. Zuallererst haben wir ein bisschen dekorative Kosmetik mit hier drin. Und das ist von L'Oréal Paris, ein Sexy Balm. Also L'Oréal, klar, bekommt man schon in der Drogerie, aber den habe ich so noch nicht gesehen. Das ist die Farbe Sheer 103 As If. Als ob. Ich bewahre solche Produkte dann gerne auf und am Ende des Monats mache ich ein Full-Face-Schminki mit den Produkten aus den ja, Beauty-Boxen, ne? Dekorative Kosmetik. Und das ist halt, das ist voll mein, das ist meine Komfortzone. Aber hundertprozentig richtig schön. Das ist einfach so ein ganz normaler, ja, warmer My Lips But Better Ton, ne? Aber halt sheer, also tatsächlich wie ein Lipgloss auch. Riecht ganz angenehm. Das finde ich ja cool, ne? Gefällt mir. Sexy Balm. Dann haben wir als nächstes hier eine Maske drin. Leute, wir haben fast jedes... Nein, wir haben jedes Mal eine Maske drin, ne? Aber das sieht man auch direkt, wenn man auf die Instagram-Page zum Beispiel von der Elektra Beauty Box geht oder wenn man auf der Homepage einfach mal schaut. Wir sehen da überall Fotos mit Ladies mit Masken und so, ne? Finde ich cool. Das hier ist von IDC Institute. Die Marke kenne ich tatsächlich auch. Da habe ich letztens nämlich auch noch eine Maske leer gemacht oder aufgebraucht. Die gibt es aber im TK Maxx oder im Action auch zu kaufen. Sleeping Mask Purifying, also quasi eine klärende oder eine verfeinernde Reinigungsmaske. Und das ist so ein Sachet, ein Pöttchen. Das kann man sich meistens für mehrere Anwendungen auf
aufhalten, sage ich mal. 8 Milliliter sind da nämlich enthalten und dann kann man halt, ne, die Folie lässt du einfach dran und dann, wenn du die aufmachst, machst du das irgendwie mit einem Bobbypin einfach zu oder so, damit man da länger was von hat. Finde ich aber sehr, sehr cool. Das gefällt mir auch. Ein Nagellack haben wir hier auch drin und das ist auch nicht out of my comfort zone, sondern volle Elle meine Komfortzone. Astor Quick and Shine, das ist ein Nagellack, 45 Sekunden, 304. Ich höre gerade irgendwas pfeifen. Ich glaube, mein Freund hat gerade gute Laune. Okay, die Farbe 304, Are You Ready? Also Are You Ready? Das ist so ein ganz klassisches Rot. Finde ich super, denn ich habe gerade erst einen von Barbour aussortiert, weil er mir viel zu flüssig war. Dann bin ich jetzt auf den hier sehr gespannt. Wie der sich so auf meinen Nägeln verhalten wird, wird dann auch zum Full Face Beauty Boxen aufgetragen. Das scheint einer zu sein, der aber eher schier ist, also der nicht deckend sein wird, weil wenn ich jetzt hier so seitlich von unten durchgucke, sieht man das schon so ein bisschen durchscheinen und das hat diesen typischen Duft von Astor Nagellack. Erinnert mich auch so ein bisschen an meine Kindheit, wenn man dann bei den bei der Oma zum Beispiel den Nagellack genommen hat und sich das heimlich drauf gepinselt hat oder bei der Mutter von den Freundinnen oder so sich den Nagellack gemopst hat und dann haben wir einen Beauty Day gemacht und so. Meine Mama hat sich damals nicht so geschminkt. Mittlerweile habe ich sie ganz gut auf den Trip gebracht und sie erfreut sich immer mehr an Make-up und sowas. Hat sie sich damals nicht so getraut, weil sie Neurodermitis und sowas hatte. Und ja. Aber mittlerweile, ne, habe ich sie voll in meinen Bann gezogen. Okay, cool. Dann habe ich hier von Elina Med, auch das sagt mir was, eine pflegende Handcreme Aloe Vera, reichhaltige Feuchtigkeitspflege für empfindliche Haut. 50 Milliliter sind hier enthalten. Meine Herren, das finde ich echt klasse. Also das ist auch, ne, sehr praktisch. Aloe Vera ist sehr schön pflegend. Das ist eine tolle Kiste. Mag ich. Also kann man sehr gut gebrauchen jetzt durch diese ganzen... Also ich habe super trockene Hände ständig, muss ich mir die Hände eincremen und so. Da kommt mir das sehr gelegen. Aloe Vera ist ein ganz, ganz toller Inhaltsstoff von Produkten, weil es sehr feuchtigkeitsspendend ist und so. Jetzt aktuell habe ich mir den Rücken verbrannt, da knalle ich mir auch ständig Aloe Vera Gel drauf. Mega. Freue ich mich drüber. Das finde ich echt klasse. Und das sind schon 4 Produkte gewesen. Und hier haben wir noch 2 Produkte in der Box drin. Da haben wir einmal eine Reisegröße von Kneipp Aromapflegedusche Lebensfreude mit Zitrone. Nicht ganz so mein Duft. Liebe Sandra, ich grüße dich von Herzen. Ich habe letztens mit meiner Freundin nämlich WhatsApp-Sprachnachrichten ausgetauscht und dann sagte sie auch, ja, ich habe letztens wieder ein Video von dir geschaut und dann hast du was mit Zitrone in die Kamera gehalten und ich habe nur drauf gewartet, dass du sagst, ja, das ist mit Zitrone, na, zitrische Düfte mag ich nicht so gerne. Ja, sie kennt mich ja auch schon seit, 16 Jahren fast schon, krass. Okay, ja, also, das ist halt, hebt die Stimmungslage nachweislich, meine Stimmungslage halt nicht so sehr, ne. Es würde jetzt super farblich zu meinem Kleidchen passen, das habe ich ja auch schon seit Jahren, habt ihr auch schon öfters gesehen, habe ich mir bei Amazon mal gekauft. Aber ist nichts für mich, ne. Also, gibt genug Leute, die auf zitrische Düfte stehen, ich tue es nicht, aber jetzt gerade macht es durchaus für viele Leute Sinn, ne. Im Sommer zitrische Düfte läuft, riecht auch so ein bisschen nach Zitronensorbet, nach Zitroneneis, mag ganz geil sein. Vielleicht möchte mein Freund das auch verwenden, weil der gerne diese zitrischen Düfte mag. Ich nicht. Sandra, ich muss jetzt immer an dich denken, wenn ich Zitronen vor Augen habe. Bei Orange muss ich übrigens immer an die liebe Vanessa Mrs. Rosarot denken. Aber mit Orange habe ich hier gerade gar nichts drin. Aber irgendwie muss ich gerade trotzdem an sie denken. Ja, es ist spät, Leute. Giselle Denis Collagen Boost. Sinn, also ohne Parabene, stimuliert die... Irgendwas? Lean? Was ist das? Ein stimulierendes Produkt? Ich meine, das hätte die perfekte Größe für eine Lümmeltüte. Ganz okay. Was habe ich jetzt gerade? Tut mir leid. Ich höre auf. Ich habe einen Clown gefrühstückt. Scheinbar. Okay, wir haben ja eine Ampulle drin. Das finde ich schön. Das finde ich echt cool. Ich mag Ampullen, ne? Ich mache das aktuell so, dass ich das abwechselnd mache. Einen Monat lang verwende ich ganz viele Ampullen. Einen Monat lang verwende ich ganz viele Einmal-Anwendungsmasken. Und jetzt aktuell verwende ich einen Monat lang ganz viele Tuben- und Pöttchenmasken. Um da halt einfach mal so gezielt das zu vergleichen und so. Also macht euch auf das Aufgebraucht-Video gespannt. Gespannt? Macht euch darauf gespannt, sagt man das so? Macht euch darauf gefasst, genau. Kommt am Wochenende am 24. Ja, 2 Stunden lang, Leute, ne? Da rede ich fast 1 Stunde über Masken. Aber gut, ja, auf jeden Fall eine Ampulle mit dabei. Finde ich super. Will ich ausprobieren.
ist ja nur glänzend, ne? Also da haben wir gute Produkte drin, oder? Wir haben dekorative Kosmetik mit dabei, damit haben sie mich. Mit Masken haben sie mich auch. Ein bisschen Pflege mit dabei, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Aber irgendwie schon so angelehnt an die aktuelle Situation, also quasi Sommer. Finde ich geil. Mensch, ja, Elektra Beauty Box hat es echt gut gemacht diesen Monat. Natürlich fehlt hier so ein Kabuff-Kabam-Produkt irgendwie, ne? Weil, aber das sagen die ja auch. Die wollen jetzt nicht irgendwelche super überteuerten Produkte reinpacken, um den Wert der Box hochzutreiben, sondern die wollen halt Produkte reinlegen, die man halt als Frau ganz normal gebrauchen kann oder als Mensch, weiß ich nicht. Können ja auch Männer die Box abonnieren, so ist es ja nicht, ne? Ich will ja auch das Kneippbeispiel an meinen Freund weitergeben, also von daher, nein, kannst du auch als Mann verwenden. Ihr Lieben, das war jetzt hier mein Unboxing. Schreibt mir gerne eure Meinung, wie ihr so dieses Konzept der Box findet. Ob ihr mehr so die seid, die sagen, wir wollen mega den krassen Wert in der Box haben. Oder die sagen, ich möchte hauptsächlich brauchbare Produkte in meiner Box drin haben. Ne? Da können wir uns gerne mal in den Kommentaren austauschen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beauty- und Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich nämlich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!